Jo Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal, liebe Freunde. Heute gibt es etwas, was sich wahrscheinlich extrem viele Leute von euch gewünscht haben, beziehungsweise ich denke, es hat sich jeder von euch gewünscht. Ich habe es mir selber gewünscht, ich habe auch selber extrem Bock auf das Ganze heute. Und zwar habe ich heute in dem Video Fortnite Mobile wieder gespielt. Und wie vielleicht einige von euch wissen, ist Fortnite Mobile immer noch in Season 3 stuck. Das heißt, ich habe die alte Season 3 gespielt mit diesem OP-Cat-Launcher, mit dem man durch die ganze Map fliegen kann, mit dem Unendlichkeits-Grappler, mit der OP-Tommy-Gun, mit dem Chuck Chuck und so weiter. Das heißt, ich habe extrem probiert auf Gameplay auf der alten Map zu gehen. Am Anfang seht ihr auch ein bisschen, wie ich jetzt mittlerweile in Fortnite Mobile baue. Ist auf jeden Fall auch nicht wirklich schlecht, liebe Freunde. Also auf jeden Fall werdet ihr euch sehen, wie ich jetzt nach über einem halben Jahr Pause wieder in Fortnite Mobile spiele. Und wenn euch das Ganze gefällt, lasst gerne ein Like und ein Abo hier auf dem Kanal. Da tragt gerne mal Creator Code Shanti ein. Das Ganze habe ich live auf Twitch gemacht. Heißt auf Twitch Shanti Shanti mit 2i. Ihr könnt auch gerne vorbeikommen. Ich bin da jetzt gerade live. Aber gönnt euch erstmal das Fortnite Mobile Video. Ich habe auf jeden Fall auch einen Win geholt mit dem OP Grappler. Wird auf jeden Fall ein richtig nices Video. Und ganz wichtig, ich kann euch schon mal hier ein bisschen spoilern. Es wird bald auf Twitch meine krasseste Ankündigung überhaupt kommen. Ich werde einer richtig krassen Org joinen. Aber ey, ich habe jetzt viel zu viel geredet. Viel Spaß mit dem Fortnite Mobile Video. Ihr müsst wissen, ich habe ja seit über einem halben Jahr nicht richtig gespielt. Ne? Das müsst ihr ganz dringend im Hinterkopf behalten. Ja, ah, doch. Sieht wirklich gar nicht schlecht aus. Okay, editieren ist ein bisschen ungewohnt, weil sonst habe ich ja... Aha, aha, ja, wichtig. Oh yeah! Weil früher habe ich ja beim Liegen gespielt. Oh, kein Problem, ich kann auch noch ein bisschen editieren. Editiert man sich einfach wieder raus zur Not. Ja, doch, 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 doch. Jetzt will ich noch kurz einen Triple Edit schaffen, dann gewinne ich eine Solo-Runde rein, Chat. Das konnte ich früher. Und ich will es auch wieder schaffen, komm schon. Ja! Okay. Ich bin da zwar danach gegen die Treppe gelaufen, aber es zählt. Also, wir gehen jetzt mal in Solo rein. Ich guck mal, wie es jetzt in Solo laufen wird. Zeig Karte. Hier ist die Karte. Oh, Digga, hier. Salty Springs, Authority, Frenzy Farm. Okay, also wir landen jetzt. Erste Runde landen wir. Wir landen in Catty. Ich hole mir den Catty Launcher. Hier Slurpee gibt's immer noch. Reaping sieht jetzt ganz anders aus. Hier ist noch nicht mehr dieser Turm. Heute ist ja da, wo dieses kleine Ding ist. Hier ist ja so ein kleiner Turm. Das ist jetzt ja dieser fette Steinturm, wisst ihr? Ich würde sagen, Abfahrt. Wir fliegen erstmal eine Runde nach Catty. Warst du damals auf Mobile besser als jetzt auf PC? Nee, ganz wichtig, Chat. Ich war damals auf Mobile auf jeden Fall bei weitem nicht so gut wie jetzt auf PC. Aber ich bin natürlich jetzt auf Mobile schlechter, als ich damals auf Mobile war. Das ist ja klar. Ey, ich kann ja die Karte holen, Chat, ne? Ich will den Boss töten. Ich will ganz dringend den Catty Launcher. So, Gegner tot. Ich wollte mich einer Stream snipen. Hä? Einfach ein Stream Sniper. Ich hab den Catty Launcher, let's go. Aber das Aim ist immer noch da, Chat. Hä? Kein Metz mehr. Das ist ein Stream Sniper. Och nee. Muss weg. Einfach gar kein Metz mehr gehabt. Alter! Das sieht der Saufpex. Ey, guck mal, wie die Zone aussieht, ne? Die Map hat ganz andere Farben und die Zone auch. Das sieht alles ganz anders aus als jetzt. So richtig blass und so. Gar nicht so, dass es richtig schimmert, wisst ihr? Ich hätte halt die Tresorkarte gebraucht. Das wäre extrem dringend gewesen. Weil dann hätte ich halt easy alles gehabt, wisst ihr? Was ist das, Digga? Hä? Gegenstand kann nicht aufgerüstet werden. Ach, das ist die Werkbank, Digga. Wow. Geht nicht. Treff nicht, Digga. Ja. Das ist natürlich jetzt, ne? Ein Ding. Ja. God aim. Einfach wegsprayen, Chat. Einfach wegsprayen. Hallo, mach mal langsam. Ganz in Ruhe, Kleiner. Oh! Digga, es gibt der Hubschrauber, Chat. Ey, auf einmal steigt der da einfach aus und hat einen Hubschrauber. Ich hab's gar nicht getaggt. Auf einmal kommt da einfach so ein Hubschrauber auf mich zugeflogen. Okay, nächster Halt. Salty. Salty Tower. Ne, ist ja nicht mehr Towers. Das war ja vor Salty Towers, Chat. Wow, ey, ich hab mich gerade gemocht, Classic Chat. Das war mal ein Stream Sniper, der hatte denselben Skin wie ich und hat mich nicht angegriffen, Ehrenmann.
Ach, mir gehören gar keine Kills, ich bin froh, wenn ich nicht sterbe. Oh, sorry. Oh, sorry, die Edits sitzen auch noch, Chat. Ah, ich hab einen Sniper. No way. Da hinten ist ein Gegner. Ey, hallo. Okay, Sniper, das ist aber ein Bot. Oh, also es gibt keine Spaß in der Season, es gibt aber eine Charge und es gibt halt diese OP-Waffen, ne? Hier unten ist ein Gegner. Let's go, Chat, Türen. Wo ist der hin? Keine Metz! Ich weiß, ich hatte schwarz gewittert. Nein, die darf nicht davon kommen. Nein, Digga, er hat einen AP und er hat den Kräfte. Och nein! Ich will die Runde gewinnen, aber ich will genauso gerne eine OP-Waffe haben. Nein, er wurde mir geklaut. Er wurde mir geklaut, nein. Gegner. Gut. Diesmal kommst du mir nicht davon, Digga. Ey, mein PC ist einfach ausgegangen. Ja! Ich hab den Grappler! Let's go, Jungs! Ja, und endlich ganz Grappler. Chuck, Chuck! 3% ist ungut. Wo sind die Gegner? Ich muss die Gegner schnell töten. Ich brauch die beiden Kills. 1 gegen 1 Situation jetzt hier. Hier hinten habe ich die Gegner fighten sehen. Eine 1 gegen 1 Situation. Der Gegner sieht ziemlich gut aus. Hat hier viele Leute erlegt anscheinend. Nein, das ist uncool. Ja! Oh mein Gott, Digga. Mit 2% und 2 Leben gewonnen. Okay, Jungs, das war's auf jeden Fall mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne Like und Abo hier auf dem Kanal. Da tragt gerne meinen Creator Gutschrank hier ein. Und ganz, ganz wichtig, wenn ihr noch ein Fortnite Mobile Video sehen wollt, wie viele Likes, mein Twitch-Chat muss sagen, wie viele Likes? 5k, 2k, 10k. 5k. Okay, wir sagen, bei 5000 Likes gibt es auf jeden Fall das nächste Fortnite Mobile Video. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, schönen Mittag, was auch immer. Haut rein und ciao.